Wolfgang Krämer, Leiter des Staatlichen Gesundheitsamts Traunstein, und neben mir der Herr Dr. Martin Hoch, Leiter der Taskforce. Die Patienten werden symptomatisch behandelt, so wie man auch einen grippalen Infekt symptomatisch behandeln würde, mit Ibuprofen, mit Infusionen, mit Mitteln gegen Übelkeit. Und ansonsten versuchen wir ihnen auch ein bisschen Ruhe zu lassen, weil das weiß man selber, wenn man einen grippalen Infekt hat, dann braucht man auch etwas Ruhe. Also wir werden die Familie zunächst mal weiter betreuen. Ein wesentlicher Aspekt ist, dass die Familie versorgt ist, weil wir ja wollen, dass die Infektionskette auf jeden Fall unterbrochen ist. Das heißt, dass die Familie in Quarantäne ist. Das ist bei einer fünfköpfigen Familie, die keinen Kontakt zur Außenwelt haben soll, natürlich zu Hause extrem schwierig. Der Krankheitszustand, die Krankheitsschwere der Familie würde es nicht unbedingt erforderlich machen, dass sie im Krankenhaus behandelt wird. Aber so sind sie versorgt und unter Betreuung. Und insofern, glaube ich, ist das im Moment die richtige Strategie. Also bestätigt ist es bei einem der Erwachsenen und bei einem der Kinder. Wir gehen allerdings von der Symptomatik her davon aus, dass die ganze Familie infiziert ist. Wie bei allen Virusinfektionen, so ist es auch beim Coronavirus, das ist auch berichtet, dass es sehr gering symptomatische Verläufe gibt. Patienten kaum oder keinerlei Krankheitssymptome haben. Wie gesagt, Kinder zählen dazu, meistens dazu. Kinder erkranken nicht besonders schwer. Und wir werden die Testung wiederholen bei den jetzt noch nicht positiv getesteten Familienmitgliedern, aber eher aus jetzt insgesamt epidemiologischem und wissenschaftlichem Interesse. Insgesamt wissen wir, dass dieser Fall aus Sixdorf im Zusammenhang mit den bekannten Fällen der Firma Webasto stehen, sodass wir nach derzeitigem Kenntnisstand der bisher in Bayern aufgetretenen Fälle ausgehen, dass diese im Zusammenhang stehenden Fälle mit für die Allgemeinbevölkerung, die nicht unmittelbaren engen Kontakt mit dieser erkrankten Familie hat, sehr geringes Risiko sind. Gestern ist ein Kind im Kindergartenalter dabei. Ganz wesentlich zu eruieren ist, wann war der letzte Kindergartenbesuch, das wissen wir. Und wir müssten jetzt die Familie befragen, wann das Kind tatsächlich erkrankt ist. In Abhängigkeit von der klinischen Symptomatik kann man rückrechnen, ab wann eine mögliche Infektion an andere Kinder verbreitet werden hat können. Diese Ermittlungen stehen derzeit noch aus und bitte um Verständnis, dass die Familie jetzt halt genau durchgehen muss, wann ist wer krank geworden, mit wem hatte ich Kontakt, diese Ermittlungen dauern noch an. Und in Abhängigkeit dieser Erkenntnisse sind dann für den Kindergarten Maßnahmen veranlasst oder eben, wenn dies zeitlich so weit auseinander ist, nicht. Wir im Gesundheitsamt würden aber aktiv auf die Kindergartenleitung und damit auch Informationen an die Eltern weitergeben, um sagen zu können, ob Maßnahmen veranlasst, notwendig sind nach wissenschaftlichen Erkenntnissen oder nicht. Es ist so, dass ein Mitarbeiter von meiner Abteilung unterstützt wird von einem Experten des Robert-Koch-Instituts. Es ist eine Befragung, detaillierte Befragung, wann ist der jeweilige Erkrankungsbeginn der Patienten gewesen. Und dann muss man detektivisch ermitteln, wann hat man mit wem wie lange Kontakt gehabt. Es werden dann die Namen, die Adressen, die Kontaktdaten aufgeschrieben anhand der Erkenntnisse, die das Robert-Koch-Institut für uns als Maßgabe hat, kann man dann rückschließen, wer in eine tatsächliche begründete, gefährdete Kategorie fällt mit diesen Patienten oder mit diesen noch nicht Patienten, sondern möglicherweise Infizierten, würden wir Kontakt aufnehmen und die Maßnahmen abstimmen.